Was immer kommt, wir helfen Ihnen rasch und unkompliziert. In Grelligen läuft etwas. Perfekt passend zu den heißen Temperaturen ist auf dem Sportplatz Grislihof die diesjährige Wasserschlacht für Klein und Gross durchgeführt worden. Für die Organisation hat einmal mehr die Initiative Arbeitsgruppe Prävention verantwortlich gezeichnet. Nach den Aufbauarbeiten am Freitagnachmittag und oben ist es dann am Samstagnachmittag in erster Linie nass und spassig zugegangen. Und bezüglich dem Motto hat man sich für dieses Jahr etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Die diesjährige Wasserschlacht haben wir unter das Thema Wassersparmaßnahmen gesetzt, weil das Wasser, das man ausgeben kann, man auf der anderen Seite einsparen. Und weil man am meisten einsparen kann mit einer pflanzlichen Ernährung, haben wir den ganzen Anlass vegan durchgeführt. Alle Küchen, alle, die mitgebracht haben, was sehr viele sind, haben alle vegane Rezepte für geholt und vegan backen. Wir haben sehr viel Obst, wir haben vegane Crepes und süß sind salzig. Man hat sich sehr viel einfallen lassen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind überwiegend junge gewesen, womit die Grelliger Wasserschlacht für die Jugendarbeit eine gute Gelegenheit geboten hat, auf sich aufmerksam zu machen. In erster Linie geht es sicherlich einmal darum, Kontakt aufzubauen, also Beziehungsaufbau mit den Jugendlichen und Kindern auch. Und dann in zweiter Linie sicher auch ihnen Unterstützung zu bieten im Alltag, je nachdem, wenn sie schwierige Situationen haben, dürfen sie zu uns kommen. Wir sind eine Anlaufstelle und wir geben ihnen auch Unterstützung, wenn sie zum Beispiel eine Lehrstelle brauchen oder im weiteren Weg sonst Unterstützung. Aus Sicht der Politik hat der Anlass durchaus auch noch andere Facetten als nur Spass. Ja, das Thema Wasser wird natürlich immer wichtiger, oder? Vor allem auch letztes Jahr im Sommer, da hat es doch recht Wassermangel gegeben, überall, auch im Kanton Basel-Land. Und die Gemeinde Grelligen schaut doch an verschiedenen Orten, wo sie Wasser sparen können. Sei das jetzt genau auf dem Platz, wo wir hier sind, dass die wir gar nicht bewässern oder die Brunnen, die wir haben, wo doch reduziert Wasser fließt. Also von dem her schauen wir eigentlich immer, dass wir so wenig Wasserverbrauch wie möglich haben. Man muss das auch ein bisschen sehen, hier, wir brauchen plus minus 20 Kubik Wasser heute Nachmittag, bei diesem Spiel- und Spass-Nachmittag. Und können natürlich jetzt mit den Flyern, die wir hier gleichzeitig noch verteilen, darauf aufmerksam machen, wo man im täglichen Leben im Prinzip sehr viel Wasser sparen kann. Und dann merkt man eigentlich, dass die 20 Kubik, die wir heute Nachmittag brauchen, verhältnismäßig eigentlich ganz wenig ist. Was immer kommt, wir helfen Ihnen rasch und unkompliziert.